Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crysis. Der Pilot ist getroffen! Mach das Cockpit auf! Na super. Ich lass mich gerade wieder auf den Platz fliegen. Das kann ja halt auch. Gespeichert, soweit haben wir schon geschafft. Oh. Was eins mit Minigunfeuer. Es ist rückwärts. Halten Sie uns im Rückenfall, während wir unsere Jungs an Bord nehmen. Roger. Landen Sie im Anflug. Nomad, Sie haben Feuererlaubnis. Okay, wir sind jetzt unten. Nomad, geben Sie uns eine Deckung. Wo ist denn das Vieh? Sieht das Vieh nicht? Da. Raketen habe ich unendlich Schuss, Minigun nicht. Okay. Hätte er andersrum gedacht, aber gut. Hallo? Ich konnte nicht steigen. Ich hab gebackt. Ach, wenn du in so ein Ding reingeraten bist. Okay, wir haben es nicht geschafft. Okay, das da dran vorbeizukommen ist echt schwer irgendwie. Hoch, Pilot ist unterwegs. Untersuchen Sie das Lager deaktiviert. Okay, gespeichert. Okay. Nomad, in dem Tal da vorne evakuiert ein Senkrechtstarter Verwundete. Leisten Sie Luftunterstützung. Roger, Zentrale. Wir okay. Vulture 2-0. Erbitte sofortige Luftunterstützung. Halten Sie durch, Vulture. Ich bin unterwegs. Beeilen Sie sich, Nomad. Sichern Sie den verdammten Luftraum. Over. Zentrale, wir hatten ja eine Ladung Brandgeschosse der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen. Können Sie einen Funkel schicken, um das Zeug abzuholen? Roger 2-0. 1865. Soll ich jetzt den Vogel absetzen oder was?
Vulture 2-0, hier ist Nomad. Die Luft ist rein. Roger, Nomad, setzen Startvorgang fort. Okay, wir sind in der Luft. Danke für die Hilfe, Nomad. Fliegen wir die Vögel zum Träger zurück. An alle Einheiten, auf der Straße da vorne wird ein Konvoi angegriffen. Sie dürfen eingreifen, aber die Rückkehr der Vögel auf den Träger hat oberste Priorität. Also Vorsicht, over. Roger, Zentrale, hier wimmelt es von Gegnern, aber wir tun, was wir können. Stößen Sie zum Konvoi vor. Was ist denn der Konvoi? Als ich den Konvoi nicht helfen konnte, ist war ein Versuch wert. Oh, Alter. Ja, müssen die definitiv von mir weg. Der ist folgt uns nicht weiter. Tolle Show, Norman. 2-0 Klicks vom Träger entfernen. Der Luftraum vor Ihnen ist frei. Kommt nach Hause, Jungs. Norman, hörst du mich? Wir haben es auf den Träger geschafft. Ich bin hier bei Prophet und Telegram. Wo bist du? Verstanden, Psycho. Ich bin in etwa 10 Minuten bei euch. Dich, oh, Alter. Psycho lebt auch noch. Für dich. Nice. Fliehen Sie zum... Alter. Der Bruchpilot hat's geschafft. So, da sind wir zurück. Wie war ich? Wir leben noch, Lieutenant. Ich würde sagen, sie waren gut. Das hat den Ladebildschirm nicht gemacht. Ich musste eben noch ein kleines Stück zu Ende fliegen, aber egal. Nomad, das ein Glück, Sie leben. Sehen Sie sich das an. Das hatte einer der Piloten dabei. Hey, Nomad! Ganz schön hässlicher Bastard, was? Ja, Zeit ist keine Trophäe. Vorsichtig! Scheint wohl sehr schwer zu sein. Der Admiral muss verrückt sein, dieses Ding an Bord zu nehmen. Möchten Sie irgendwas sagen, Collins? Nein, Sir. So ein Ding war auch bei unseren Generatoren in der Mine. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Nomad, der Admiral will mit dir reden, unten im CDC. Das Video, das du geschickt hast, hat ziemlichen Wirbel gemacht. Wir sollten lieber runtergehen. Mann. Ja, stimmt. Gehen Sie nur. Wir sehen uns. Oh, alles klar. Komm schon, der Admiral wartet. Ja. Schön, dass du es geschafft hast. Wo warst du? Ich habe mit Prophet geredet. Total durchgeknallt, der Typ. Was auch immer in dieser Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich durcheinander gebracht. Er will unbedingt auf die Insel zurück. Da. Ich habe eben mal neben gestanden, obwohl er es ist. Na egal. Ein netter Flugzeugträger hier. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal runter zu... Panning Officer McCorgan in die Waffenkammer. Panning Officer McCorgan. Maximales Tempo. Die Lenkung wird angegriffen. Jo. Speedrun. Okay, hier sind wir irgendwie falsch. Lieutenant Newman, bitte melden Sie sich auf dem Flugdeck. Lieutenant Newman. Schicker Anzug. Sie wollen zum CDC? Durch die Tür da und dann den Schildern nach. Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Ah. Ich muss Prophet finden, bevor
nur dieser Kerl Dummheiten macht. Ich komme später nach. Dann. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und Sie wachen auf. Das ist eine Seuche. Nomad, Sie haben da draußen gute Arbeit geleistet. Danke. Nach Auswertung Ihrer Videodaten hat der Generalstab einen Nuklearangriff empfohlen. Sobald wir die Bestätigung aus dem Weißen Haus haben, pulverisieren wir diese Biester. Admiral, wir sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen. Wir brauchen Zeit, um Alternativen zu... Zweifeln Sie etwa am Präsidenten? Am Generalstab? Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage erkennen, Doktor. Vor einer Woche hat ein Aufklärungssatellit unnatürliche Hitzesignaturen der Insel gemeldet. Zuerst dachten wir, die Koreaner würden Atomwaffen testen, also wurden CIA und NSA eingeschaltet. Und jetzt kommt's. Vor 4 Tagen hat die NASA im Inneren des Berges ein hochfrequentes Signal geortet. Es ist auf einen Stern irgendwo in Galaxie M33 gerichtet. Das ist fast 4 Millionen Lichtjahre entfernt. Es könnte ein Notsignal sein. Ein Hilferuf. Sie sagten doch, die gefundenen Proben wären mehrere Millionen Jahre alt. Das stimmt. Aber diese Technologie ist so weit entwickelt, sie kann nicht irdischen Ursprungs sein. Was, wenn Sie hier gestrandet sind und um Hilfe rufen? Egal, was Sie sind und woher Sie kommen, wir müssen etwas tun. Ich habe einige startbereite Maschinen mit Atomraketen. Bei allem Respekt, Sir, es ist nicht mal garantiert, dass eine Atomwaffe Ihren Schutzschild durchschlägt. Wenn Sie Garantien wollen, kaufen Sie einen Toaster. Ich werde jedenfalls nicht rumsitzen, während die Sicherheit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Das ist lächerlich. Toaster, diese Dinger haben jede Energiequelle angezapft, in deren Nähe sie kamen. Der ganze Berg ist eine riesige Energiehalde. Sehen Sie sich den Plan an. Diese Energiequelle verläuft durch die gesamte Bergstruktur. Sehen Sie sich die Form an. Vergleichen Sie sie mit der Kreatur, die wir an Bord brachten. Ich glaube, dieses Ding ist organisch. Ein lebendes Wesen, das sich von Energie ernährt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir es mit Atomwaffen angreifen. Wissen Sie, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich denke, es geht auch anders. Ich brauche nur mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, Doktor. Sir, wir haben den Kontakt zur USS Lexington verloren. Alle, die nicht gebraucht werden, verlassen jetzt sofort diesen Raum. Ich bin in der Waffenkammer. Kommen Sie zu mir, wenn Sie mit diesem Arschloch fertig sind. Das geht auch gerne. Für Sie, Lieutenant. Okay, ich bin fertig. Ich komme zur Waffenkammer. Jo. Ich habe Ihren CO gesehen auf dem Weg zur Waffenkammer. Er wartet vermutlich schon auf Sie, Sir. Amor. Scheiße, diese Zahlen müssen falsch sein. Wir sind für die Versorgung so vieler Verwundeter nicht ausgerüstet. Suchen Sie die Waffenkammer, den Gang runter und dann rechts. Okay. Hey. Admiral Waring, auf die Brücke. Bitte kommen Sie sofort auf die Brücke. Schon geil gemacht. Hallo. Ich habe ein paar Tests gemacht. Das ist so eine Art Akkumulator. Ich habe es noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie der Typ da ist. Ich war. Nomad, Sie haben es geschafft. Ah, hallo, hey, Prophet. Nomad. Okay, Kumpel. Der Verschlussmechanismus ist sehr komplex. Wir würden Wochen brauchen, um ihn zurückzuentwickeln, aber Sie haben ihn einfach so modifiziert. Und die Energiequelle sogar an Ihren Nanotube gekoppelt. Bemerkenswert. Ich bin wohl Naturtalent. Das ist noch untertrieben. Okay, Ihr Anzug müsste jetzt wieder voll funktionsfähig sein, mit ein paar Extras. Außerdem habe ich wie gewünscht zusätzliche Energie in Ihre Hydro-Booster umgeleitet. Sie können jetzt gehen, Major. Oh, nett. Kleines Upgrade. Will da auch drauf. Na sicher. Setzen Sie sich, Lieutenant. Wir werden jetzt die Umgebungsdaten der Speichereinheit Ihres Anzugs auslesen. Zack, und rein geht's. Hey, Boss! Wo wollen Sie hin? Ich muss das zu Ende bringen. Ist Ihnen ein Atomschlag gegen die Insel nicht endgültig genug, Prophet? Was Admiral Morrison tut, interessiert mich nicht. Er wird nicht mal die Oberfläche ankratzen. Prophet, warten Sie! War ja irgendwie also, klar. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein Signalmuster identifiziert, das diese Kreaturen während der Aufladung verwenden. Dadurch sind sie anfällig für eine Überladung.
Gibt es eine Möglichkeit, eines Ihrer Signale über den Nanosuit zu senden? Kein Problem, Doktor. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann ich später noch die Frequenz ändern, wenn es sein muss? Das ist ganz einfach. Sie können von jedem Computer mit einer drahtlosen Verbindung senden. Sie müssten also genug Spielraum haben. Was genau haben Sie mit mir vor? Wenn meine Theorie stimmt, sind Sie für diese Kreaturen eine wandelnde Waffe. Und wenn Sie sich irren? Dann sollten wir beten, dass Morrison weiß, was er tut. Dr. Rosendahl auf die Brücke. Dr. Rosendahl, sofort auf die Brücke. Sie sollten den Admiral nicht warten lassen. Ich mach das hier schon. Okay. Nomad, kommen Sie nach, sobald Sie fertig sind. Ja, ich lauf dir immer gern weiter hinterher. Sowas sieht man hier selten. Da könnte man schon in Versuchung kommen. Ah, da ist sie ja. Legen Sie sie auf das Gestell dort. Okay. Der Prototyp einer Tech-Kanone funktioniert in Kombination mit dem Nanosuit. Wir arbeiten noch daran. Ist noch nicht mal feldgetestet. Sie feuert eine taktische Atomrakete ab. Ist also im Prinzip ein Granatwerfer mit mehr Wumms. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Kann ich sie ausprobieren? Nein. Was? So, wir sind dann fertig, Lieutenant. Das Feintuning Ihres Senders überlasse ich Dr. Rosendahl. Danke, Doc. Kein Problem. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke. Der Admiral wartet nicht gern. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Ich will die Waffe haben. Gib mir die Waffe. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke, Lieutenant. Morrison wartet schon. Na gut. Maximales Tempo. Richten Sie Helena doch aus, vergessen Sie's. Alter. Passen Sie bloß auf. Das Ding ist instabil. Ich weiß schon. Männer, hier spricht Admiral Morrison. Vor wenigen Sekunden hat der Präsident einen Atomschlag gegen die feindlichen Kreaturen auf der Insel gebilligt. Natürlich ist die Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen, äußerst schwerwiegend. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, womit wir es hier zu tun haben, aber basierend auf den Daten eines Special Ops Teams gehen wir davon aus, dass die Lage mehr als ernst ist. Egal, was in den nächsten Minuten passiert, ich weiß, dass jeder von Ihnen... Bringen Sie den Vogel sofort wieder runter! Major Burns! Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde auch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert, hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Prophet will da wieder raus? Sie müssen den Start verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Ach du Heiland. Ich flehe Sie an. Denken Sie nach. Das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir Ihnen in die Hände spielen? Wenn. Dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command, hier ist Marauder One. Haben das Ziel erfasst. Nähern uns kritischer Reichweite. Over. Verstanden, Marauder One. Moment. Wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Marauder One, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich hoffe, Sie irren sich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten. Heftiger Einschlag, Alter. Gut, das war mal umrakiert, ja. Ich glaube, das ist nicht nur ein Kratzer. Die Sphäre! Sie wird größer! Ja. Ja, der umrakiert, der hilft ja auch nicht. War ja klar, das ist ja eine riesen Energie, die da freigesetzt wird. Gestärkt. Sir, mehrere Kontakte nähern sich. 8, 10, 12. Alle Kontakt! Na geil. Das verlief ja super.
größere Sphäre, größere Reichweite. Schickt ein Feuerteam hier rein! Los! Tun Sie was, Nomad! Die nehmen das verdammte Schiff auseinander! Diese Dinger greifen uns von allen Seiten an! Sie müssen kämpfen, Soldat! Wir dürfen dieses Schiff nicht verlieren! Hat der so eine Rolle? Oh, sie hilft ihm sogar. In die Hölle zurück. Alles klar. Aber damit legen wir es in der nächsten Folge los und dieses vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Abonniert mich, damit ihr nichts verpasst. Bis dann, haut rein.